Ja, servus und herzlich willkommen bei Fatal P und willkommen zurück bei Inscription. Ja, wir sind letztes Mal leider gestorben, obwohl wir schon richtig, richtig weit waren. Wir waren bei der Eiskarte und naja, das Game meinte es halt eben nicht so ganz so gut mit uns. Mussten wir leider sterben. Aber wir haben eine coole Karte von uns, die wir noch nicht bekommen haben. Also wir haben eine Karte erstellt, die kriegen wir irgendwann. Der Hermelin, der sieht halt immer mehr nach irgendeinem Kasten aus. Keine Ahnung. Ja, fangen wir mal an, ne? Wie war das? Will ich eine Karte schon direkt verbessern oder will ich lieber... Wie sieht denn das hier aus? Ich habe drei Gegenstände, wa? Das bringt mir jetzt noch nichts. Ich würde tatsächlich sagen, ich gehe zu dem Fragezeichen. Rabenei. Okay. Hirsch. Mantis. Rabenei. Wahrscheinlich wird das zu einem Raben, wa? Aber ich nehme die Mantis, weil... 2 Damage, links, rechts. Scheppert halt mal gleich rein, wa? Ja, opfern, ne? Naja. Du musst entscheiden. Wie war das nochmal? Das war, was geopfert wird. Das ist das, was es dann bekommt, ne? Einfach nur, hallo, ich werde gehen. Okay. Tatsächlich würde ich gerne die Mantis opfern und das auf den Wolf klatschen. Den Schaden hier. Wunderbar. Oder soll ich ihm sagen, hier, er bekommt hier, ne, das... Weil damit mache ich halt den Damage von dem Gegenüber nur runter. Da greife ich halt zweimal an. Nee, ich nehme die Mantis. Ich glaube, das ist besser. So, dann greifen wir mal an hier. Ich wollte tatsächlich eigentlich auch mal gucken, wie das funktioniert mit diesem Glaskasten, der da hinten steht. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht kapiert, wie das funktionieren soll. Sperling. Weißt du, was ich meine? Also, das ist halt so eine Sache. Gut. Ja, dann mach mal. Das ist mir schon klar. Entschuldigung. Ich bin immer noch krank, ne? Das ist halt furchtbar. Ja, ne? Ich würde jetzt halt schon sagen, ich hau die beiden weg. Weil, ne? 2x3 Schaden ist schon nice. Und die Stinkwanze mache ich mal hier hin, weil... Meister, weil du machst mich jetzt mit keinen Damage mehr. Du Nudel. Ja, ein Damage, ja, wow. Ja, der Frosch, genau. Du bist tot, ne? Ja, und schöne Zähnchen. Nice. Erstmal ein schönes Catcher. Sperling. Elster. Die begehrliche Elster. Sie kann jede Karte aus deinem Stapel herbeiholen. Das ist auch schon nice, ne? Grizzly. Alter. Das kann natürlich halt richtig helfen, ne? Ist es... Warte mal. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, genau, das ist nur beim Ausspielen. Tatsächlich, ich nehme mal den Grizzly. Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Ist jetzt hier irgendwas Neues? Nee.
Da ist die Klapperschlange und ein Eichhörnchen. Ist hier irgendein... Arg. I. Der Schmerz ist unerträglich. Selbst nach all den Jahren. Was willst du? Ich habe derzeit sehr wenig, wofür es sich lohnt, zu leben lohnt. Ich habe diesen Dolch seine Arbeit verrichten sehen. Für einen Moment kam es mir vor, als hätte mein Elend Gesellschaft. Oh, aber der, aber er hatte seine eigene hehre Aufgabe. Sicher ein Sch- Alter, das klingt so eklig. Sicher ein Schritt hin zur Befreiung des Meisters. Soll ich nochmal mein... Ich nehme mal ein paar Goldzähnchen mit, ne? Aber soll ich tatsächlich nochmal den Dolch für mich benutzen nochmal? Segen des Waldes. Ja, da ist ja noch viel, viel mehr. Okay, gut. Egal. Ja, das Auge will ich irgendwann mal mir nochmal ausstechen, auch wenn es blöd klingt. Ich mach mal verbessern. Das knisternde Feuer erhellte die ausgezehrten Gesichter einer Gruppe von Überlebenden. Wir haben nichts zu essen, sagte einer. Aber vielleicht kommt eine deiner Kreaturen zu uns, um ihre Kraft zu steigern, fragt ein anderer. Tu, was du tun musst. Nö, 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 nö. No, no, no. Entweder no, no, no oder nö, nö, nö. Ich würde sagen, den Wolf, Junge. Einfach mal drauf. Aber mal 4 Damage, das ist mega. Eieiei. Ja, hauen wir mal eben nochmal aufs Maul. Das ist ein Glücksgriff. Ja, wenn du meinst. Große Tanne. Wolfsjunges. Gut. Dann erstmal ein Eichhörnchen. Schlecht gespielt. Was? Ich check den immer nicht. Hat der gerade. Was hat der gerade gesagt? Ich glaube, ich Aua gesagt oder so. Ach komm schon. So. Wird reingescheppert hier. Großartig. Genau. Ja gut, okay, der Wolf scheppert jetzt halt schon rein, ne? Also das muss man ja schon mal sagen. Gut, ich gehe jetzt mal hier zu dem Blutding. Genau, das war nämlich das, wo ich entscheiden kann. Ich hätte gern was für 2 Blüter. Blüter, genau. Ach, das... Oh, das Ding wird immer stärker, desto häufiger ich, glaube ich, die Glocke verwende, glaube ich, oder sowas war das. Ah ja, das ist schon ziemlich nice. Ich müsste halt mal zu dieser Holzschnitzerei, ne? Du kannst nicht mehr als 3 Gegenstände mitnehmen und du hast 3. Vielleicht nimmst du stattdessen dieses Geschenk von meiner Freundin an. Von meiner Freundin an. Lol. Die kluge Buschratte zweifle nie an der Nützlichkeit eines guten sortierten Vorrats. Ja, das Ding gibt mir halt einfach ein random Item. Das ist ziemlich nice. Ja, jetzt ist das so ein Totemkampf, ne? Genau, jetzt haben alle Hirsche von dem Flugschutz. Jawohl. Klasse gezogen. Oh Mann, ey. Ja, da ist ein Gabelbock. Der greift rechts, links an und rutscht irgendwie. Der kann deffen. Das ist nervig. In Ordnung. Ja, mach mal.
Oh, der greift ja... Oh, scheiße. Ja, ich muss jetzt erstmal. Au. Ja, ich muss jetzt das da ziehen. Oh nein, der Grizzly. Ich nehme jetzt wirklich das Auge von mir raus. Ja, mach. Au, 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 au. Boah, dieses Geräusch ist so ekelhaft. Ja, ich habe meinen Wolf gezogen, aber jetzt brauche ich halt... Sollen wir? Ja. So, jetzt machen wir Folgendes. Ach, komm schon, du kommst dahin. So, und dann auf, gib ihm. Mag sein. Ja, jetzt kriege ich ein paar Zähnchen. Ich habe es geschafft, aber auch nur, weil ich jetzt mein Auge noch da reingesetzt habe. Möchtest du da gern eines, ein neues Auge? Ja. What the fuck, wie sieht das denn aus? Soll ich das mal nehmen? Weil das leuchtet wie Sau. Komm, ich nehme das mal. What the fuck? Ich habe auch eine Errungenschaft freigeschaltet. Vision der Ahnen. Rettung. Kuckucks. Uhr. Rettung bringt. Rettung birgt das oder des. Kuckucks. Uhr. Mit diesem zufrieden. Was geht denn jetzt ab? LOL! Und was ist... Du denkst über dieses Gemälde nach. Ich habe gesehen, wie da Sachen herauskamen. Aber nur, wenn die Karten genau richtig angeordnet waren. Okay. Kann ich jetzt mit dem irgendwie interagieren? Oh! Verschlossen halten steht da. Kann das sein? Du hast das Auge des Meisters. Bedeutet das, dass der Meister mich sehen kann? Magnificus, kannst du mich sehen? Kannst du mich befreien? Verschlossen. Oh. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Schon wieder. Ich teste einfach hier ein bisschen gerade rum, weil ihr seht ja, man kann hier anscheinend echt noch ein bisschen Zeug machen. Aber dann stelle ich mal hier die Zeiger ein. Wie war das nochmal? So? Oh lol. Los. Was machst du da? Dreh dich zu mir. Oh, da ist noch was. Was ist das? Was hast du da drüben vor? Wiedergeborene Haltung. Ist da noch irgendwas? Ich jetzt dann noch mehr lesen? Nee. Hör mal. Fehlschlag. Für den Anwender nichts wird passieren. Für diese Flasche mit Glibber gibt es keine Verwendung. Sammeln.
gut, also, ne? Da gibt's halt so viel Scheiß. Jetzt ist aber mein Auge wieder normal. Aber ich sehe trotzdem noch hier so die Sachen. Also ich, das Problem ist, ich habe leider noch keine Klapperschlange. Ne, sehe ich das richtig? Nee, habe ich nicht. Verkloppte Wolf. Oh Mann. Ja gut. Ne? Geil. Ja, was nehme ich denn? Ich nehme mal die Elster. Ja doch, ich nehme mal die Elster. Schnitzen. Ja. Die greise Holzschnitzerin erschien vor dir. Sie bewegte sich trotz ihres hohen Alters mit einem gewissen Elan. Diesen Eichhörnchenkopf habe ich schon. Die Eichhörnchen flugfähig machen ist halt nicht so sinnvoll, wa? Und die nach drüben wandern zu lassen, ist auch doof. Ja, komm, dann nimm mal halt das. Ist zwar jetzt noch nicht so schlau, erstmal. Oh nein, weiteres Wort war die Holzschnitzerin verschwunden. Oh nein, weiteres Wort war die Holzschnitzerin verschwunden. Bla bla bla. Okay, ja, Goldgräberchen, ne? Moin, Kollege. Naja, bla bla bla. Bum bum bum. Es war der Goldsucher. Wo ist meine Hündin? Okay. Ja, du bist jetzt halt flugfähig, ne? Ich sollte dir danken. Wie war es? Es war... Leute, was ist denn mit dem jetzt? Ist das ein Roboter geworden? Hier an der Karte, das sehe ich. Und ich habe natürlich etwas vorbereitet zur erneuten Rücksetzung. Sprich weiter. Unser Freund, der Spieler hier, besitzt bereits den Schlüssel. Ach du Heilige, was hast du denn mit dem... Warum guckt der so? Ja, der Packmull, ne? Immer noch. Der flattert jetzt da rum. Ja, den würde ich eigentlich ungern kaputt machen, wa? Los geht's. Ja, Hermelin, halt mich am Leben. Ja, das wird schwierig. Das wird halt schwierig, ne? Ich kann halt nichts machen. Ich muss jetzt halt, ja. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Oh, Entschuldigung, ich bin voll gegens Mikro gerade gekommen, Alter. Volle Möhre gegens Mikro. Ja, die Elster. Ja, das ist halt, ne? Ist doch scheiße, das funktioniert doch schon jetzt wieder richtig kacke. Ja, ich bin tot. Bevor ich überhaupt was machen kann, bin ich tot. Ich muss das machen. Aber ich sterb jetzt. Ich wollte eigentlich ungern den Wolf da... Ja, wow, der macht mich, er hat mich jetzt kalt gemacht, den Hund, ne? Ja, wow, Alter. Ja, das schaffe ich niemals.
ist halt echt für den Arsch, ne? Ich bin tot. Ich bin jetzt tot. Ich klau doch nicht wegen dem Kack da. Nee, das... Gehe ich jetzt halt drauf, mein Gott. Dann ist das so. Das ist, ich meine, mein Deck war auch einfach scheiße. Ganz ehrlich, muss ich ja wirklich sagen. Ja, mehr Gold für mich. Dann stirb halt, ist mir egal. Also das war wirklich eine Scheißrunde, ganz ehrlich. Deine Todeskarte, sehr schön. Ja, bla bla, halt deine Klappe. Die Kosten entnehmen. Ja, zwei. Was anderes habe ich eh nicht. Kraft und Gesundheit, nimm mal das. Jo. Nimm ich das. Jo. Ist zwar schade. Jo, nennen wir wieder Fatal LP, ne? Tschüss. Das lief richtig beschissen. Also das muss ich wirklich zugeben, das lief richtig Müll. Ein weiterer Herausforderer. Habe ich dir von der Person erzählt, die vor dir kam? Sie unterlag einem verrückten Goldsucher. Nichts darf zwischen diesem Mann und sein Gold geraten. Was schaust du da hin? Halte deinen Blick auf mich gerichtet. Dieser schändliche, verkrüppelte Wolf. Willst du wirklich eine solche Kreatur in deinem Deck? Sein Anblick stellt meine Beherrschung auf die Probe. Doch so wurden die Karten verteilt. So bleibt es. Ja, gut, ne? Mann. Ja, vielleicht habe ich auch falsch entschieden beim Auswählen, so. Was? Reginald. Was war das nochmal? Berührung ist sofort tot, okay. Drei. Oh Gott, naja. Dann gehen wir mal hier hin. Muss ich mir jetzt noch das Auge auspieken? Oh, das ist Insekt oder was? Was war das nochmal? Kreatur, bla bla bla. Ja, Insekten habe ich halt kaum, wa? Hey, das ist halt unnötig, hier Eichhörnchen als flugfähig zu... Komm, ich nehme das einfach, ja. Also das ist also auch schon wieder... Das läuft auch schon wieder richtig komisch. Beeil dich, okay. Kojote. Ja, ne? Das läuft doch schon wieder richtig geil, ey, wirklich. Mann. Ja, also, was soll ich jetzt machen? Ich krieg jetzt halt wieder ein Damage. Ja, geil. Ich sterb gerade im ersten Fight. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Lächerlich. Wahrscheinlich. Oder ich stelle mich gerade einfach nur extrem dumm an. Ja gut, ich kann halt die ganze Zeit Eichhörnchen dahin dübeln.
Dauert halt 10 Jahre, ne? Der Fight. Ich gehe mich geschlagen, nö. Okay, ja. Ja, bin ich. Jetzt habe ich nicht mal Bonus-Dinger. Ja, egal. Schade. Leichenmaden? Die unvermeidlichen Maden, sie winden sich aus deiner Hand, wenn deine Kreatur getötet werden. Bitte was? Leichenfresser. Wenn eine in deinem Besitz befindliche Kreatur im Kampf stirbt, wird eine Karte mit diesem Siegel von deiner Hand automatisch auf ihr Feld ausgespielt. Ich nehme das mal. Das klingt richtig widerlich. Oh Mann. Fallensteller bringt mir jetzt halt gerade gar nichts. Insekten habe ich halt kaum, wa? Ja, ist aber immer noch besser, Insekten damit zusammen zu dübeln, als meine Eichhörnchen. Klar hätte ich mein Eichhörnchen damit gern verschnitzt, aber bringt halt nichts, die machen halt null Schaden. Ach, das zählt als Insekt. So sehen wir uns wieder. Ja, das ist richtig. Fünf Knochen kostet das Ding. Der Gabelbock, ne? Mann, also das ist halt teilweise echt sehr, sehr anstrengend, das Game. Nutz mich klug, sagt er. Ja. Nutz mich klug. Wird der stärker natürlich. Am Leichen. Ah, was? An Leichen mangelt es nicht. Bitte? Was war denn das jetzt? Hat er die automatisch gespielt? Weil ich die in der Hand hatte? Schön, dass du es wieder bist. Ich kann jetzt noch nichts machen. Aber sehr schön, dass du dahin gehst jetzt. Das zählt auch als Insekt. Ja, ich glaube, diesmal bist du über mir. Nö, sehe ich trotzdem nicht ein. Gut gespielt. Sehe ich trotzdem nicht ein, du. Single. Kriegst jetzt von mir trotzdem einen auf den Dötz. In Ordnung. Wenigstens ein paar Zähnchen. Sehr schön. Fallensteller. Kriege ich wahrscheinlich jetzt ein Gratisfell? Nimm dir eins. Ja, mehr kann ich sowieso nicht nehmen, also nehme ich das. Danke für deine Unterstützung.
So, und das. Habe ich noch Platz frei? Dann sag es war wieder voll, ja. Moin. Ja, gib mal her. Auch nicht verkehrt. Ich sollte vielleicht auch mal mehr die Items hier einsetzen, irgendwie. Ja, das ist gar nicht mal so, doch so gar nicht mal so verkehrt. Ich dachte, das zählt nicht als das hier. Ja, doch, Stinkfanz. Ja, gut, okay, ich verstehe. Kojote, Sperling. Achso, scheiße. Ja, egal. Ach. Das ist ein Stinktier. Das tat weh. Rieknallt, Alter. Der knallt halt wirklich. Au. Yo, ist okay. Ich bin halt gleich schon wieder dead, ne? Das ist halt unglaublich. Ich kapituliere. Also, wie oft kapitulierst du denn? Sag mal, was soll denn das? Spiel doch wenigstens mal anständig. Mein Gott, jedes Mal machst du das. Nervt halt. Gut gespielt, ja. Der Tod. Was steht da? Der Tod, hole mich. Ja. Genau. Kaninchenfell. Jetzt habe ich Kaninchenfell gezogen. Ach, herrlich. Ja. Ich muss erst ziehen. Ja, schön. So, kann ich das jetzt? Nein, kann ich nicht. Geil, dann leg hin. Zack. Nice. Mann. Nice. Oh Mann, ist das doof. Was war denn das nochmal? Zeig mir ein paar. Achso, ja, Fälle, ja. Wow, ich hab nur eins, ne? Dafür bietest du aber ganz schön geilen Scheiß an. Klapperschlange. Jetzt hätte ich nachgucken müssen, ob das immer noch so ist. Kacke. Die scheppert halt so rein, so viele Karten, wie ich auf der Hand habe. Das Ding scheppert rein, so oft ich auf diese Glocke gedrückt habe. Die Klapperschlange müsste ich halt vielleicht mal holen. Aber ich will nicht. Aber die Katze ist auch nice. Aber ich nehme das Ding. Bin dir verbunden. Jetzt ist hier so ein Opferaltar. Bin ich deine Wahl? Ich bin's. Muss entscheiden. Und mal der hier war das Opfern, ne? Oh, ich hätte halt zu gerne das hier geopfert, ne? Ah ne, du hast ja gar nichts drauf, ne? War ich das? Ach, ist das ein Scheiß. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, was ich machen soll. Wie war das nochmal? Also das hier ist das, was ich opfere, ne?
Ja, opfer ich das und knall das auf jemanden drauf. Das ist doch alles scheiße. Ja, komm, ich opfer die. Und hätte das gerne auf. Oh nee, oder? Warte mal. Doch, tatsächlich. Mach das mal auf die drauf. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Auch nicht schon wieder der. Ich mag den nicht. Diesen Goldsucher, der ist manchmal so nervig. Der kann so OP sein. Obwohl der richtig easy ist eigentlich. Nur wenn du richtig Pech hast mit deinen Karten, schaffst du den nicht. Ja. Schönen Gruß. Wenn du richtig Pech hast mit deinen Karten, ne? Ich muss dir vertrauen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wenn ich gleich am Anfang haue, dann sagt er hier, ne? Als Gold in meinen Karten. Aber ich muss diesen Goldmull da töten. Karten bitte. So. Mein Mul. Ja, das scheppert jetzt. Ja, das tat jetzt auch ordentlich weh. Weißt du, was du jetzt mal machst? Ich nehme mir jetzt mal hier dein Wölfchen, ist mir jetzt egal. Kakerlake kommt immer wieder. Ja, erstes Ding tot. Sehr gut. Da ist Gold in den Karten. Das ist natürlich jetzt echt doof. Aber die bekomme ich wieder. Gold, ich bin auf Gold gestoßen. So, jetzt muss ich natürlich warten, weil ich kann mich jetzt nichts machen. Angriff. Sehr schön. So. Ja, ja, beruhig dich. Aber das war die Instant-Tot, ne? Genau. Dann mach mal hier Wölfchen Instant-Tot. Und du machst dich mal hier hin. So. Zack. Ah, jetzt löppt das. Jetzt funktioniert das. Ja, tschüss mit dir, ne? Goldidiot. So, tschüss. Mann, Mann, Mann. Was hast du für Karten? Oh, der ist halt ultra stark. Amöbe. Die formlose Amöbe, ihr Siegel ändert sich ständig. Maulwurfsmann. Nö, ich nehm den. Der ist krass.
Der wird immer stärker, so häufiger der stirbt. Das ist so geil. Das Ding ist halt wirklich crazy. Das Ding kann halt ultra stark werden. Angestandenes Wasser, abgestandenes Wasser, bla bla bla. Ja, Fliegen, Sumpfgebiet, genau. Was war das nochmal? Das war die Prüfung, ne? Ja, genau. Die Prüfung der Weisheit. Um zu bestehen, müssen sich auf dem Sieg, auf den drei gezogenen Karten insgesamt mindestens drei Siegel befinden. Die Prüfung der Verwandtschaft. Um zu bestehen, müssen mindestens zwei der drei gezogenen Karten verwandt sein. Die Prüfung der Knochen. Um zu bestehen, müssen die drei gezogenen Karten insgesamt mindestens fünf Knochen kosten. Wie viele Karten habe ich denn hier? Die eine Karte hat fünf. Die hat drei. Ja, die habe ich ja jetzt. Die eine habe ich zertübelt, ne? Aber ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten. Und davon sind zwei mit Knochen. Also mit Knochen kann ich, glaube ich, nicht machen, weil das wird. Das wäre schwierig. Das mit dem Siegel. Ja, das mit dem Siegel. Ja, perfekt. Geschafft. Ach du Scheiße, was habe ich denn da? Das ist eine Leichenmade mit Stinkdingsbums drauf. Das ist ein Sperling. Ja, der entwickelt. Wird er dann einfach nochmal stärker oder was? Und hier ist nochmal ein Stinktier, was direkt. Der kann halt nicht angreifen. Aber hat halt drei Leben. Der kann angreifen und ist fliegend. Wisst ihr was? Ich nehme, glaube ich. Ah, die kosten genau gleich viel, ne? Welcher ist worth? Was bringt das hier? Macht das auf beiden 1-1? Das müsste ich wissen jetzt. Scheiße. Ah, weil ich nicht sicher bin, muss ich das jetzt nehmen. Tja. Opfern. Wen muss ich opfern? Oh, warte mal. Jawohl. Das heißt, ich kann den hier töten. Und der bekommt dann Tod auf den hier. Maschallah. Dann bringe ich den hier um. Und mach den hier richtig strong. Jetzt hat er einfach so einen toten Kopf da. Kopf. Nice. So, jetzt gegen Kampf gegen so einen mit Insekten sind hundeartig, Dingsbums. Also, mach weiter. Sehr gut. Ja. Ringwurm. Ameise. So. Ja, tatsächlich würde ich halt wirklich das Eichhörnchen mir mal klauen, das hier nehmen und dahin platzieren. Alter, viermal schon, ne? Alter, das hat reingescheppert. Uiuiui. Ja, mach nochmal, bitte. Boop. Ja, das scheppert jetzt bei mir auch mal kurz rein. Juckt mich aber nicht so ganz. Ja, die sind blutrünstig, aber das juckt mich jetzt gerade mal so ein bisschen. Wenig. Ich muss dir vertrauen. Mach mal. Ach, das war's schon. Eieiei. Was war denn das nochmal? Scheiße. Ach, das war eine Karte, wo ich einfach von irgendeinem, ne? Wie war denn das? Nice.
Krieg ich erstmal eine Benachrichtigung. Handy, ich liebe dich. Finde ich super. So. Ich nehme, glaube ich, das Insekt. Mann, Mann, Mann. Ja, nimm halt. So. Item kann ich jetzt nehmen, weil... Ne? Lohnt sich das? Warte, ich guck mal kurz was nach. Hat sich das denn geändert? Ja. Wolf und Eichhörnchen. Ja, das sollte ja machbar sein, oder? Ist immer noch neugierig. Ja, habe ich jetzt ein... Warte mal, habe ich einen Wolf? Ja, den hier, ne? Aber keinen normalen. Ach man, ist doch ärgerlich. Dann gib mir deine Goldzähnchen her. Oh Mann. Ja, mein Auge habe ich jetzt nicht mehr. Naja. Ja, gebe ich mir ein Item. Das bringt mir halt nicht viel, ne? Der Fallensteller bringt mir jetzt auch wenig. Da ist wieder so ein... Ja, ich mach mal das. Mal gucken. Vielleicht ist da ja irgendwas Cooles dabei. Wen muss ich opfern? Einen von denen rein. Okay. Und was kann ich... Auf wen kann ich was draufpacken? Ich könnte auf den Wolf was draufpacken. Opfern? Ja, dann würde ich sagen... Die kriege ich sowieso wieder, ne? Das ist halt echt stark, ne? Also es kostet halt so viel. Ups. Wäre klug. Ja, dann mach mal. Ah, mach mal. Eine Crossbow meines früheren Rudels. Okay. Ja, dann töten wir den mal. Wenn alles gut geht. Biene. Ochsenfrosch. Okay. Sollten wir schaffen, wa? Denke ich. Bist du sicher? Ja, bin ich. Ja. Mach mir halt 2 Schaden, ist okay. Das ist natürlich nicht ganz so geil. So, und jetzt schepperst du mal bitte rein, ja? Das wäre cool. 2-mal nur, okay. Ja, ja, das, ja, ja, ja. Ja, ja. Hermelin. Interessiert mich nicht. Jetzt habe ich eine Biene bekommen, weil ich den angegriffen habe. Und weil das ein Insekt ist. Oh Mann, ist das dumm. Ach Leute, warum ist das eigentlich immer so, dass ich, wenn ich mal aufnehme, werde ich angeschrieben, überall. Das ist lächerlich. Das ist immer dasselbe. Mann, Mann, Mann. Leute, was ist denn hier? Warum werde ich denn als angeschrieben? Hör auf, mich anzuschreiben. Meine Güte. Ich bin hier am Aufnehmen. Leute, am Aufnehmen. So.
Das schallert ganz schön rein, ne? Ich will das einfach nur wissen, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr sehen, was der Vogel macht. Ja, das dachte ich mir. Schade, ich wollte jetzt eigentlich sehen, was passiert. Ja gut, Prüfung. Prüfung der Weisheit, mit dem Siegel, bla bla bla, Herzen, Knochen. Gib ihm. Verdammt. Gescheit. War ja klar, dass ich Pech hab, ne? Nice. Ach, das war... Oh nein. Wenn nötig. No, no, no. Ganz ehrlich, hier. Nimm den. Was war das nochmal? Ich hab's leider echt vergessen schon wieder. Mann, Mann, Mann. Was war das nochmal? Ich krieg irgendwie zusätzlich Knochen oder sowas war das, ne? Genau, ich krieg immer bei zu Beginn einen Knochen, so war das. Okay. Klapperschlange und Stink. Ja, der ist tatsächlich, der kriegt nochmal einen Schaden mehr. Und mehr Leben. Lul, okay. Ja, gut zu wissen. Ach, da, zwei Nat... Oh Gott, ey. Ja, das scheppert jetzt rein bei mir da. Eieieiei. Ja, das wird jetzt halt schwierig, ne? Zurück aufs Brett. Genau. Nochmal weg den Eimer. Alter. Ja, ich muss das jetzt machen. Ist das sinnvoll hier? Ne, da stirbt das Ding. Hier nicht. Jetzt muss ich überlegen. Der Sperling stirbt in der nächsten Runde. Mache ich ihn hier hin, habe ich immer wieder Damage. Ach komm. Auch nur zwei. Warum? Muss man mal mit dem Auge auspieken. Ja, mach. Das muss ich leider machen. Ups. Ja, ja. Was man nicht alles opfert, wa? Ach, ich muss was opfern. Nee, dann nicht. Ich sterb. Ich sterb, weil ich nichts opfern kann die ganze Zeit. Ach, das ist doch scheiße. Ich hab halt. Ich kann die ganze Zeit Eichhörnchen ballern, ne? Es bleibt jetzt immer hin und her, geht das jetzt. Ja, natürlich ziehe ich sowas. Natürlich ziehe ich sowas. Geil. War ja klar, dass ich sowas ziehe, ne? Manchmal ist das Game so richtig räudig. Mein Gott.
Ja, gib her den Scheiß. Ich bin gerade ein bisschen genervt, weil das läuft einfach nicht. Du kommst nicht weiter. Du bist immer wieder am selben Kram, hängt mal hier. Wenn man manchmal so richtige, räudige Sachen bekommt nur. Ja, da werde ich safe jetzt drauf gehen. Safe. Da gehe ich doch safe drauf jetzt. Den schaffe ich niemals. Wie soll ich das denn machen? Das kriege ich niemals hin. Kann ich echt vergessen. Das werde ich nicht schaffen. Ja, das ist halt scheiße mit den Eisvögeln, ne? Ey, es ist... Der ist so nervig. Mit seinen scheiß Kackvögeln überall. Du kommst halt nicht weiter, weil du halt... Du musst halt jedes Mal... Das ist so dumm. Ich sterb halt. Ich sterb jetzt nach einer Zeit. Wenn ich jetzt nicht langsam mal irgendwas ziehe, was Knochen kostet, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das, Mann? Ja, dann sterbe ich halt wieder. Manchmal ist das Game so räudig, Junge. Ja, stirb halt. Ja, halt's Maul mit Fischen, geh. Ich mach jetzt hier nach der Karte mache ich einen Break. Ich nehme jetzt schon wieder eine Stunde auf, nur für den Müll. Ja, halt's Maul, ich will jetzt hier, ja, was? Kostenentnahme. Ja, ja. Kraft und Gesundheit. Ja. Ja, das nehme ich ja nicht von dem Ding. Mach halt das. Schon wieder tot. Ja, ich weiß, dass du mir ein scheiß Foto von mir machen musst. Wie oft ich jetzt schon gestorben bin. Ich komme überhaupt nicht weiter.
Hightech, ja. Gut, haut rein. Tschüss, meine Freunde, und bis zur nächsten Folge. Tschüss!